Yo guys, what's up, it's the Blue Gangster und dieses Mal bin ich dabei, ihr könnt es schon sehen, im Titel steht's. Ich habe dieses Video schon geguckt, ich will es nochmal mit euch schauen und ich bin hier ein bisschen Erklärung schuldig, weil ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Dieses Video könnte ein bisschen länger gehen, ich habe nichts vorgeplant, gar nichts. Das ist hier jetzt komplett Freestyle und bevor ich jetzt hier laber, let's go. So, jetzt. Nam Commander. Yeah. Tech Project. Let's do it. Unreal Engine 4. So. Die Leute, die dieses Spiel kennen, denken sich, the fuck no. Die Leute, die dieses Spiel nicht kennen, denken sich, hä? Das kann jetzt kein Legend, also so Oldschool-Charakter sein von den alten Tekkens und ja, keine Ahnung, aber remember, Namco Bandai. Den Klingelton solltet ihr auch schon kennen. Und ich sehe das und ich denke mir so, what the fuck no, what the fuck no, das funktioniert doch nicht. Nein, 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 dann höre ich die Stimme, dann höre ich die Stimme und ich denke mir so, Das ist jetzt ein Joke, das ist jetzt ein Witz, das ist jetzt nicht real. Das ist jetzt einfach nicht real. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Und als ich dann pass out, completely pass out, ich dachte nur so, what the fuck have you done? Nicht falsch verstehen, das ist nicht Harada schuld. Ich würde das Video am liebsten in Englisch machen, weil jeder blamet Harada dafür, aber das ist nicht Harada schuld. Nicht Harada schon. Ich erkläre euch gleich warum. Und ich dachte mir so, okay, das hier, was da gerade gezeigt wird, das brauchen wir nicht. Okay? Wir denken uns jetzt, es ist Noctis, vielleicht ist es nur eine Verarsche, der ruft irgendwie einen Freund und es ist ein anderer Final Fantasy Character oder gar kein Final Fantasy Character oder vielleicht einer von den dreien jetzt, was ja komplett unnötig war. Und vor allem Lars, warum Lars? Wegen Handy krank. Wegen Handy krank. Als ob dich jemand. Egal. Auf jeden Fall. So, nackt es geht. Und hier ist es. Nackt es Lucius Kerl. What the fuck? Und dann sehe ich das. Bam. Bam, bam, bam. Der Typ sieht für mich hier besser aus als in Final Fantasy 15 selbst. Gebt euch das mal. Der sieht besser aus als in seinem eigenen Game. Und er hat hier, also ich weiß nicht, wie viel ihr mit Tekken zu tun habt, aber die zeigen gerade, dass der alle Tools hat, die man braucht. Ja? Und jetzt sieht man hier solche Sachen wie so ein Launcher und ein Groundbreak. Throw, wahrscheinlich sieht halt aus nach einem Throw. Hell Sweep. Into Ground Game, das war wahrscheinlich ein Parry. Hier ein bisschen witzig, Friends Request, zerstöre ein Beast. Und wer ist dieses Beast? Kuma. So, das ist ein überkrasser Launcher into einen überkrassen Tailspin. Und das hier ist einfach nur ein abgefuckter Low Crush. Und das hier ist sein Limit Break wahrscheinlich, weil Eliza hat ja auch kein Rage Drive oder so, die hat ja Bloody Drive. Und ja. Holy shit! Da habt ihr Spring 2018. Das hier war ein Fun Fact, der ruft jetzt Lars an, um mit ihm zu angeln und der scheißt halt rein. So, könnt ihr jetzt noch zu Ende gucken, das. Fand ich jetzt nicht so amüsant, weil ich war geschockt. Geschockt. Also, ich lasse euch noch schnell zu Ende gucken. Aber war irgendwie klar, dass da eine Referenz sein muss. So, das war's. Alright? Also, ganz von vorne. Ich feier ist, dass ein Final Fantasy Charakter, my second favorite game ever, first one is Sonic, second one is Final Fantasy and third one is Tekken, dass ein Final Fantasy Charakter es geschafft hat,
in Tekken reinzukommen. Und ich habe noch einen Tag vor diesem Video, das ist gestern, habe ich es mitbekommen. Einen Tag vor diesem Video habe ich mit einem Kumpel, mit Monkey D. Bobo, ihr kennt ihn, habe ich darüber diskutiert, wer da kommt. Und wir haben gesagt, ja, wegen Namco Bandai und so, wahrscheinlich ist es Vegeta. Und ich dann so zu ihm am Schluss, ich wette mit dir, es ist jemand, der completely unexpected ist. Kein Depp erwartet, niemand, niemand. Und was sehen wir hier? Genau das. Es hat einfach kein Idiot erwartet, dass es Noctis sein wird. Niemals. Okay? First things first. Zweiter Part. Woran denke ich gerade? Okay. Wie finde ich das? Ich finde das, wie gesagt, hammergeil. Hammergeil. Aber wenn es schon ein Final Fantasy Charakter ist, dann hätte es für mich, ich bin Fanboy, aber ich bin nicht der einzige Fanboy auf der Welt. Ich glaube, Cloud ist der beliebteste Final Fantasy Charakter überhaupt. Und wenn schon nicht Cloud wegen diesem Sword Style, ja, weil das ist mehr Soul Calibur als alles andere, dann Tifa, weil die haut mit Fäusten und Kicks drauf. Ja, und das ist dazu noch ein Hard Chick. Ja? Und keine Ahnung. Oder vielleicht sogar Claire Ferrin, Lightning, ja? Hauptcharakter aus Final Fantasy 13. Jeder würde sich einen wichsen, jetzt mal ganz ehrlich. Ich will nicht sagen, dass Noctis scheiße ist. Noctis ist mein Top 5 von allen Final Fantasy Charakteren, die es gibt. Ich nenne jetzt nicht die Order, ja, mit Absicht, aber jetzt in meinen Top 5, okay? Aber das Ding ist, also, meiner Meinung nach passt er einfach nicht in das Game. Er passt einfach nicht in das Game. Ich finde es geil, ein Final Fantasy Charakter. Gerade von mir sowas zu hören, muss schockierend sein, wenn, vor allem wenn Leute wissen, was für ein abgefuckter Final Fantasy Fan ich bin. Ja, jetzt, ich habe jetzt nicht alle Retro-Teile gespielt. 1er, 2er, 7er. Ich will nicht wissen, wie oft ich den 7er. Ich bin gerade eigentlich noch am Stream. Ich habe den 8er. Ich behalte den 9er für, falls ich nichts mehr zum Zocken habe. 10er, 10, 2er, 12er, die komplette 13er-Reihe, den 14er, den 15er, Dissidia. Ich bin jetzt nicht der Ultimate Final Fantasy Freak, aber ich bin ein krasser Final Fantasy Fan von meiner Seite aus. Und von mir, das, die Freunde, die das von mir wissen, das zu hören, dass ich sage, der passt nicht in das Game, muss eigentlich schon krass sein, aber Final Fantasy ist Final Fantasy und Tekken ist Tekken. Okay? Darum geht's. Und also auf jeden Fall, das Ding ist, ich finde nicht, dass er reinpasst. Er würde mehr in Soul Calibur oder sowas reinpassen. Er passt einfach nicht in Tekken rein. Und wenn, dann gibt es bessere Final Fantasy Charaktere, die reinpassen. So, jetzt zu einem anderen Ding. Warum ist Noctis darin? Deswegen blamed nicht Harada, das wollte ich euch sagen. Weil ich habe gesehen, der Reveal-Trailer, ich habe alles gesehen. Ich habe auch Reviews dazu gesehen. Harada ist selbst pissed about it. Er ist selbst nicht froh darüber. Er hätte lieber jemanden, so wie Geese Howard, ihr wisst ja Geese Howard, ja, er kommt aus King of Fighters und noch aus älterem, das ist für die Oldschool Fighting Gamers, die wirklich noch dieses Retro 2D auf den Arcades gezockt haben, ja, für die ist Geese Howard. Und sowas ähnliches hat auch jeder erwartet. Entweder ein Legacy-Character, Lei Wulong, Nina, Julia Chan, Michelle Chan, Armor King, Bruce sowieso nicht, vergiss es. Ja, ich wäre absolut der Armor King-Fan, absolut. Ja, aber er hat gesagt, er hat von an, das war Bullshit daran zu denken, weil er von Anfang an gesagt hat, die Legacy-Character kommen for free. Und die kommen alle in den Bundle, wie er es mit den anderen gemacht hat. Da wird nicht nur immer einer announced. Ja, und zweitens hat er von Anfang an gesagt, es werden Characters sein, die nicht im Spiel included sind. Ja, und ja, okay, man konnte jetzt nicht sagen, sind das jetzt Legacy-Character oder nicht. Ja, aber wenn da so ein Trailer mit einer Scene beginnt, anstatt direkt in Tekken zwei gegeneinander fighten zu sehen, ja, dann weiß man schon, es sind keine Legacy Character, weil für Legacy Character wird ja nicht extra so ein Movie extra kreiert. Wisst ihr, was ich meine? So.
So, Harada hat sich selbst pissed gefühlt. Ihr müsst die Reaction sehen von Markman und Aerys. Das hat mich getötet, so wie die geguckt haben. Aerys ist innerlich komplett ausgerastet. Der musste sich wirklich zusammenreißen. Und dann ging Harada zu ihm und hat ihm irgendwas gesagt. Es klang für mich danach wie: Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich find's auch scheiße. Klang für mich so. So, jetzt weiter. Warum ist Noctis da drin? Also, Namco Bandai. Ja, früher Dragon Ball Games und so. Bandai. Ja, Tekken, Namco. Ja, und Final Fantasy, Squaresoft bzw. Square Enix. Okay? Drei verschiedene Dinge. Später Namco und Bandai, Namco Bandai und wie gesagt Squaresoft, Square Enix. So, jetzt ist Namco Bandai so seit ein paar Jahren, das ist nicht gerade sehr aktuell. Ja, okay, ich zock schon Dragon Ball Games seit Ultimate Battle 22. Namco Bandai, vieles, Sword Art Online, die ganzen Anime Games, Tekken, die ganzen Namco, alles. Zweitens, completely unexpected. Und das dritte ist, wir haben Tekken-Charaktere, wir haben Tekken-Charaktere. Die Legacy-Charaktere kommen noch raus. Ja, die Legacy-Charaktere kommen noch. No doubt about that. Ich hoffe also Labelong wird kommen, ich hoffe auf Armor King, wobei ich mir da eher, es ist eher 60-40 im Favor, dass es nicht so sein wird. So scheiße es für mich persönlich auch klingt. Ich brauche Anna nicht, Nina reicht mir da, Bruce wäre umsonst, er wäre einfach nur ein Fan, Füller mehr nicht, weil er wäre eigentlich praktisch 1 zu 1 zu Josie, genau wie das mit Baek und Horang, macht überhaupt keinen Sinn, aber für mich macht sowas wie Lei Wulong auf jeden Fall Sinn und Armor King zu King hat mehr Unterschied, viel mehr Unterschied. Wenn ihr mir nicht glaubt, wenn ihr denkt, das sind zwei Jaguar-Köpfe, die nur wrestlen und die beide gleichen Flows haben, Bullshit. Ich bin hier jetzt nicht auf Fanboy, ich bin jetzt hier wirklich unparteiisch, ja? Es ist wirklich so, guckt euch, überzeugt euch selbst, guckt Videos, macht sonst was. Armor King und King haben einen viel, mindestens drei bis vierfachen größeren Unterschied als Nina zu Anna oder Baek zu Horang oder sogar Bruce zu Josie. Obwohl Josie eigentlich auch sehr großen Abstand zu Bruce hat, eigentlich genauso wie King zu Armor King, aber das Ding ist, Armor King und King waren immer da. Josie ist da, weil sie Bruce ersetzt hat. Das ist dieser Unterschied. So, und Kuma und Panda haben wir ehrlich gesagt nicht gebraucht. Also sorry an die Kuma und Panda-Fans, aber für mich, sogar Eddie macht für mich mehr Sinn und ich bin ein Eddie-Hater eigentlich, ja? So. Warum hat das Namco Bandai gemacht? Namco Bandai hat es gemacht, weil wir Geese Howard haben für die Oldschool Retro Fans. Wir haben die Tekken DLC Characters, die kommen werden, die Retro Plus, die schon drin sind. Und jetzt brauchen wir noch einen Charakter, der überhaupt gar nichts mit Fighting zu tun hat. Aus dem Grund, dass Leute, die aus einer komplett anderen Dimension sind, ja, das überhaupt nichts mit Tekken zu tun hat. Null, wirklich null. Diese Casual Guys, die komplett, die online gehen und nur ein Button drücken. Sowas, ja? Solche Leute brauchen einen Charakter, der sie in das Spiel reinzieht. Das ist nur dafür, um das Cash für das Game zu machen, um das Game berühmt zu kriegen, um die Masse in das Game zu bekommen, damit auch das Game sozusagen Famer wird, mehr Cash bekommt und es dann umfangreicher wird, je nachdem wie viele Leute dabei sind, weil je mehr Leute dabei sind, desto größer wird das Game. Das ist deren Ziel. Das ist halt Marketing. Was soll ich dazu sagen? Ich kann dazu auch nicht viel sagen. Ich gebe nur Predictions ab gerade. Aber das ist halt deren Ziel. So viel wie möglich von der Außenwelt von Tekken in Tekken reinzubringen. Sie haben Tekken an sich schon drin, wegen den ganzen Charakteren, die drin sind. Sie haben die Oldschool Retro Fighting Gamer durch Geese Howard reingebracht. Ja? Und jetzt irgendwas zwischendrin zu holen, wäre zwar cool für die, die schon dabei sind, aber es wäre nichts zum Anlocken für die Leute, die überhaupt gar nichts mit Tekken zu tun haben.
und deren man sagt, ey, der Charakter ist drin, du könntest Tekken ja mal ausprobieren und wenn es dir gefällt, dann holst du es dir und genau das ist deren Ziel. Und das Ding ist, wenn es zu Namco Bandai kommt, wenn es zu Namco Bandai kommt, gibt es kein größeres Spiel. Es gibt keine größere Reihe und da könnt ihr Fanboy, Hater und sonst was sein. Ihr könnt drauf sein, wie ihr wollt. Von so einer Reihe, abseits von Tekken, gibt es keine größere als Final Fantasy. Period. Ja? Wie gesagt, ich wäre eher ein Favorite davon, wenn entweder Cloud oder Tifa drin wären oder wenigstens Claire Farron, also Lightning, wie ihr sie nennt. Aber Noctis ist halt der neueste von allen. Er ist halt der aktuellste. Und das war eigentlich schon Grund genug, weil selbst bei Final Fantasy 15 war dafür da, selbst Leute in das Spiel zu bringen, die mit Final Fantasy nichts anfangen konnten, weil es ihnen zu kompliziert, zu strategisch war. Die haben den Fun hinter der Strategie und allem haben sie nicht gesehen. Deswegen wurde Final Fantasy 15 so gemacht. Für Leute, die überhaupt kein Interesse an Final Fantasy 15 haben, dass die da reinkommen und wenigstens es ausprobieren können, um was ähnliches wie, obwohl es schon sehr viele Retro-Final Fantasy-Elemente hatte, ja? Um Leute, die keine Ahnung, die sich vor Final Fantasy sozusagen wegscheuchen, weil sie sagen, das ist nicht mein Ding, Strategie, Round-Based, weiß ich nicht, was ja eigentlich schon seit den 10ern nicht mehr ist, ja? Die aber trotzdem Bullshit darüber labern, die ganzen Haters, um sie trotzdem mal dazu zu bringen, ja komm, ist was komplett Neues, ich versuch's einfach mal, ja? Das haben sie jetzt mit den 15er für Final Fantasy gemacht. Ja, diese Base haben sie sich da geholt. Und jetzt bringen sie diese neu geholte Base plus die alte Final Fantasy Base. Ja, das, was sie dort gemacht haben, machen sie jetzt genauso in Tekken. Makes complete sense, right? Ich meine, es klingt zwar scheiße für die Leute, die ihn nicht drin haben wollten, die unbedingt einen ganz bestimmten Charakter drin haben wollten. Leute, ich wäre verrückt geworden. Ich schwör's euch, wenn ein Dragon Ball Charakter drin wäre. Ich wäre ausgerastet. Selbst Dante wäre cool gewesen. Ich bin nicht wirklich. Also ich bin natürlich ausgerastet, als ich das gesehen habe. Aber ich bin auch straight, ich bin auch unparteiisch. Noctis passt einfach nicht rein, aber das ist deren Ziel und damit erreichen sie es. Deswegen haben sie es gemacht. Also habt Verständnis dafür, habt Verständnis dafür. Wenn ihr ein Game promoten wollt und ihr wollt, dass da so viele Leute wie möglich machen, dass die Community, die größte Fighting Game Community überhaupt wird, dass da alles sozusagen zusammenwächst und ihr daraus was Größeres bilden könnt, was ja hammergeil für Tekken-Fans an sich ist, ja? Auf einer Seite verstehe ich die Hate von Tekken-Fans, aber auf anderer Seite sollten sie sich freuen, weil sie wissen, krank, unsere Community wird jetzt um ein Vielfaches größer. Ja? Ich kann überall hingehen. Ich sehe überall Street Fighter, Marvel vs. Capcom, selbst Injustice und so. Und diese Tekken-Gruppen, die sind so klein im Vergleich zu den ganz anderen, allen anderen Fighting Games. So klein. Und Tekken gibt's schon so lange und Tekken ist so gut. Ja, ich spiele auch andere Fighting Games, ja. Aber Tekken ist so ein geiles Spiel. Es verdient es nicht, so klein zu bleiben. Und wenn sie so Arschlöcher sein müssen, ja, sagen wir das jetzt mal so, wenn sie so krasse Arschlöcher sein müssen, nur damit Tekken nicht mehr so klein ist, von mir aus geil. Ich finde es hart, wenn mehrere Leute dazu kommen. Je größer die Community, desto mehr Spaß macht das Game, desto bekannter ist es. Man kann mehr mit Leuten darüber reden, man kann zum Treffen irgendwo gehen. Ich kenne hier nicht ein Single-Treff in komplett Stuttgart. Ja, ich wohne in Stuttgart, wo es um Tekken geht. Ja? Nicht mal wirklich in Deutschland so. Wenn dann so Fighting-Leute unter sich so, ja, wir lassen mal eine Copy von Tekken da, falls es einen Tekken-Fan gibt. So ist Tekken in Deutschland. What the fuck? Ja, das verdient es einfach nicht. Das ist mittlerweile das, ich weiß nicht, neunte oder zehnte Tekken-Game. Ja? Von Injustice ist nicht so viel raus. Street Fighter, ja, okay. Aber Street Fighter und Tekken, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr diese Szene kennt, ja? Darum geht's. Das ist der Punkt. Deswegen ist es so. Man kann es haten, man kann es loven. Es ist so. Jetzt
andere Aspekte. Ich weiß schon, wenn Noctis reinkommt, ich werde ihn freaking main. Ich habe meinen Main Jhin, ich werde Jhin auf gar keinen Fall wegschmeißen, vergiss es, egal wer kommt. Ja, ich werde ihn aber auf jeden Fall spielen. Und das Ding ist, was ich noch sagen wollte, es gibt so viele Leute, die sagen Cancel-Charakter. Cancel-Charakter in Tekken sind so unfaire Charaktere, vor allem online, wenn es laggt, wo ihr wenig drücken müsst, erstens wenig drücken müsst, um viel dafür zu bekommen. Zweitens Scheiße-Attacken haben, die den Gegner ablenken, die sie aber eigentlich gar nicht brauchen, die nur da sind, um den Gegner zu verwirren, außer man setzt die halt technisch ein, aber dafür muss man ein Freak sein. Und zweitens sind sie solche Charaktere, wenn sie zu lernen, ist einfach, weil sie haben nicht viele und wenn sie viele haben, dann haben sie nur eine Anzahl von Moves, die wirklich wichtig für den Fight sind. Ja, sagen wir, dafür braucht ihr eine Woche. Um aber gegen sie anzukommen, vor allem online, wenn es laggt, braucht ihr Monate. Ja, und allein schon dieser Unterschied, dieser unfaire Unterschied, plus diese scheiß Gimmicks, die sie haben, ja, und dieses, ich drück mal dies, ich drück mal das, und ich mache selbst erfahrene Spieler fertig, weil sie einfach zum Teil Attacken haben, die komplett unbalanced sind. Das sind sogenannte Cancer-Charaktere. Wenn sie unnötig, nicht OP, aber unnötige krasse Attacken oder Moves drauf haben an sich. Ja, und dann damit noch irgendwie ihr Wow, I can do this and that and look at me and sowas, ja? Sowas sind Cancer-Charaktere. So, und Noctis sieht für viele wie ein Cancer-Charakter aus. Ganz ehrlich, ich kann dazu nichts sagen, weil dass er hauptsächlich nur mit dem Schwert kämpft, ja, er ist ein sozusagen Breaker und Swordmaster, er kann hauptsächlich nur mit dem Schwert kämpfen. Allein deswegen finde ich diese Idee, auch wenn ich es cool finde, dass er drin ist, so dumm, dass man ein Soul Calibur Charakter bzw. Final Fantasy Charakter ich weiß, was sie wollen, ich habe es euch gerade erklärt. Aber deswegen macht es für mich weniger Sinn. Ich hätte lieber ein Hand-to-Hand-Combat, so Tifa-mäßig. Für die Leute, die nicht wissen, wer Tifa ist, go fuck yourself. Sorry, aber ist so. Ja, und ja, was soll ich dazu sagen? Aber das Ding ist, obwohl es nicht wirklich Sinn macht, dass er da drin ist. Ich weiß, dass ich ihn spielen werde. Ich weiß, dass ich ihn krank kleiden werde. Und ich bin gespannt. Darauf hoffe ich nämlich am meisten. Wenn irgendeiner von den asiatischen Pros, vor allem die ich sehe, oder mein Favorite Nie, den nimmt und Leute damit zerberstet. Bah, wie geil wäre das? Das hält mich sogar mehr, als ihn selbst zu spielen. Ich bin ehrlich mit euch. Das hat mich mehr mit dir selbst gespielt. Wie gesagt, dazu hoffe ich noch, dass andere Charaktere mit Stages dazu kommen. Sie haben gesagt zwei. Ich hoffe, das verändern sie noch mindestens drei oder vier. Jetzt mal ohne Spaß. Weil Noctis ist zwar cool, Noctis bringt was, aber für die Hardcore-Fans, worauf man auch achten muss, obwohl ich jetzt eher Namco Bandai Seite erklärt habe, warum sie es gemacht haben, ist es eher eine Platzverschwendung. Ich sah Geese anfangs auch als eine Platzverschwendung, weil ich nicht wusste, wer das ist und das war dumm von mir. Ich habe nachrecherchiert, ich habe geguckt, wer der Typ ist und von der Branche, von wo er kommt, war er, glaube ich, die beste Wahl. So, Akuma könnt ihr nichts sagen, weil Akuma ist kein Guest Character. Akuma ist fest in der Story drin, also ist er ein In-Game Character. Wie gesagt, Noctis gilt nicht als Platz für Legacy Characters wie Lei Wulong, Nina oder Nina sage ich Anna oder sonst jemanden, der kommt, ja? Aber trotzdem, es hätte Dante, Tifa, viele wollten Big Boss von Metal Gear Solid oder wie hieß der? Kiryu Kasuma, keine Ahnung, ich habe es nur schnell gelesen, ich habe nicht nachgeguckt. Oder Jakusa oder so. Alles gute Ideen, die würden auch sehr gut ins Game reinpassen. Aber jetzt zu anderen Sachen. Zum Beispiel habe ich einen Freund von mir, den DMC-Fan, habe ich gesagt,
Weißt du, dass Dante in das Spiel reinkommt, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und jetzt, da Noctis drin ist, ja, der komplett nur mit Schwert drin, weil Dante kann auch so fighten, er hat auch Knarren und er hat seine Devil Power, ja. Also, wenn schon Noctis drin ist, dann hätte Dante auch locker rein können, ja. Also hatte ich da recht, das wollte ich mal nur so am Rande erwähnen. Und ansonsten freue ich mich auf die Updates. Das Game muss gefixt werden. Es gibt viele kleine Sachen, die gemacht werden müssen. Schade, dass Tekken Bowl nicht online ist. Ist irgendwie witzlos. Es muss mehr offline verfügbar sein. Online-Server gehen mittlerweile, aber es gibt immer noch kleine Probleme. Und ja, man muss das Game dran halten, dass es die Leute interessiert, weil ich weiß, dass mittlerweile sehr viele zurückgegeben haben, aber das ist jetzt out of range of the video. Und ja, ich bin excited und auf der zweiten Seite verstehe ich es nicht. Es ist so 50-50, weil ich verstehe zwar, warum Namco Bandai das gemacht hat, aber es ist scheiße gegenüber den nur Tekken-Fans. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen schwanke ich hin und her, aber das Ding ist, ich bin. Im Endeffekt bin ich froh darüber, ich werde mit dem spielen und ich werde dann erst ein Review geben, ob er dann wirklich playable ist oder nicht, ob er cancel ist oder nicht, ob es für die Tekken-Seite gut war, ihn reinzubringen oder nicht, das sehen wir dann. Weil alles, was ich jetzt im Nachhinein darüber sagen werde, ist alles nur Conspiracy und sowas mache ich nicht. Ich bin nicht so der Conspiracy-Typ. Und ja, das war's im Endeffekt. Ich weiß, das Video ging ziemlich lang, aber ich hatte viel zu labern und ja, hoffentlich war es nicht langweilig. Whatever, guys. Thank you for watching. See you on my next video, The Blue Gangsters. Y'all. Peace, YouTube. Word.